Wir kommen zur insgesamt sechsten Anfrage. Herr Abgeordneter Hofenauer, bitte. Danke, Herr Präsident. Herr Vizekanzler, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja das höchste Gut von Unternehmen und das ist auch im öffentlichen Dienst so, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst mit ihrem Fachwissen und mit ihrer Expertise ein Garant sind für das Funktionieren des Rechtsstaates und sozusagen das Rückgrat der Verwaltung darstellen. Jetzt macht aber die demografische Entwicklung im Allgemeinen auch vor dem Personalstand im öffentlichen Dienst nicht Halt. Meine Frage deshalb, welche Maßnahmen werden Sie setzen, um einen möglicherweise drohenden Verlust von Know-how, der durch die Pensionierungen zu entstehen droht, entgegenzuwirken? Sie haben vollkommen recht. Hier besteht Handlungsbedarf. Wir haben ja im Regierungsprogramm schon auch festgehalten, dass wir Prioritäten setzen und auch gewisse Bereiche haben, wo es auf gar keinen Fall einen Abbau von Planstellen geben darf, sondern wir für mehr Planstellen Sorge zu tragen haben. Das ist der Bereich generell der Sicherheit, wo wir bei den Exekutivbeamten, bei den Planstellen über 2000 neue Planstellen auch schaffen und sichergestellt haben, plus 2100 Ausbildungsplanstellen. Auch bei der Justizwache, die ein wesentliches Segment darstellt, gibt es keinen Abbau von Planstellen, der nämlich dort schon durch die Vorgängerregierung vorgesehen war. Und darüber hinaus haben wir 100 Ausbildungsplanstellen dort auch sichergestellt und wissen, 2020 wird es mehr brauchen. Ähnlich auch im Bereich Bundesheer, wo wir das ähnlich handhaben. Und vielleicht wesentlicher Punkt, die Überalterung, das Durchschnittsalter im Bundesdienst ist wesentlich höher als in der Privatwirtschaft. Im Bundesdienst sind 46,1 Jahre, in der Privatwirtschaft 38,3. Wir haben hier Handlungsbedarf und ich habe den Auftrag an die Sektion auch gegeben, hier das zu evaluieren, zu überprüfen, überalterte Strukturen in den Abteilungen zu eruieren und gegenzusteuern mit konkreten Modellen, dass man nicht erst, wenn ein Beamter in Pension geht, die Stelle nachbesetzen kann, sondern Junge auch schon, nämlich 2 Jahre vor der Pensionierung des jeweiligen Beamten, auch dort einbauen kann, in der Planstelle, nämlich, ich sage ganz bewusst, indem man hier zentrale Planstellenpools auch sicherstellt, wo man hier flexibler darauf reagieren kann, damit das Know-how nicht verloren geht und dort die Jungen dann auch von den älteren Erfahrenen, bevor sie in Pension gehen, lernen. Zusatzfrage? Vielen Dank. Diese sozusagen überlappende Personalbewirtschaftung und Stellenbesetzung ist sehr interessant. Mich würde aber auch interessieren, welche Rolle kann die Digitalisierung und Technisierung bei diesem Know-how-Transfer spielen? Gibt es da spezielle Maßnahmen, Mittel und Wege und Möglichkeiten? Ja, natürlich ist im Bereich der Digitalisierung natürlich hier auch viel Notwendigkeit gegeben, Dinge auch zu optimieren und zu verbessern. Wenn es um Wissenserwerb, um Wissensverarbeitung, Wissensweitergabe gibt, und da gibt es also auch, bereits bestehende Tools, ja, wo wir einen Art elektronischen Akt oder das elektronische Dokumentationsservice im Rahmen der Digitalisierungsstrategie des Bundes ja auch vereinheitlicht und standardisiert sicherstellen wollen. Und das Ministerium für öffentlichen Dienst hat hier ganz konkret sozusagen im Rahmen seiner Zuständigkeiten folgende Maßnahmen zusätzlicher Art auch definiert, nämlich die Erstellung eines elektronischen Leitfadens zu den Instrumenten eben der Wissenssicherung für Personalverantwortliche, dann die Intensivierung nicht nur des analogen interministeriellen Austausches zum Thema Wissensmanagement, sondern auch die Entwicklung einer webbasierten, ressortübergreifenden bundesweiten Plattform und darüber hinaus Ausbau des Seminarangebots der Verwaltungsakademie zum Thema integriertes Wissensmanagement und Wissenssicherung und zu den einzelnen Werkzeugen eben des Wissensmanagements. Und auf diesen Ebenen sozusagen haben wir in unserem Ministerium das jetzt aufgesetzt.